hier ist Mr. Mike. Heute habe ich was richtig Geiles bekommen. Echt lange darauf gewartet. Und ich habe es mir jetzt auch nur geholt, weil der kanadische Dollar so gut war. Eigentlich ein Schnäppchen so gesehen. Andererseits, ja, würde sich nicht jeder kaufen. Ich muss es euch zeigen. Wie gesagt, frisch eingepackt, hier noch echt gerade erst gekommen. Bin echt gespannt. Also ich hoffe, es ist wirklich alles das, wie beschrieben. Und nicht irgendwie so eine Abzocke. Wem das was sagt, 1996 All-Star Game. Alter, 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 Alter. Oh, hier oben. Was ist die Schachtel kaputt? Was ist eine Frechheit, ey? Da gehört das oben, nee, ist kaputt. Oh Mann, okay, da geht schon los. Oh, die Schachtel alleine ist schon richtig fett. Okay, was ist hier passiert? Es geht auf jeden Fall um diese Michael Jordan Figur, Enter Bay. Wer von denen schon mal was gehört hat oder sie gesehen hat, also richtig super geile, detailgetreueste Abbildungen von Michael Jordan, wo man sich echt denkt, wow, abgefahren, gab es noch nie, habe ich noch nie gesehen. Ich hatte ja schon viele Michael Jordan Figuren so an sich, aber die sind alle billig aus und du hast wirklich nicht wirklich erkannt, dass es Michael Jordan ist, außer natürlich an der Pose. Und weil er halt sein Trikot anhatte und Nummer drauf und Name drauf. Sonst hast du es nicht wirklich erkannt. Hätte jeder sein können. So, es passt. Geschützte Fahrt. Heftig. Das sieht echt krass aus. Kann man das so genau erkennen? Einzoomen. Nur schnell scharf. Ich muss euch das noch genauer zeigen. Das ist echt ziemlich krass. Auch die Schuhe, die Socken, krass. Elvin Jordan. Ja, krass. Ja, ich muss euch mal ein paar Videos zusammenstellen, wie er genau von nah aussieht. Heftig hier mit den Adern und so. Das sieht schon echt hart aus. Ja, sind auch nicht günstig, die Puppen. Wie gesagt, ey, da gibt es echt abgefuckte Preise bis 500 Euro, aber ja, besondere Edition. Es gibt echt, ich glaube, 9 oder 10 verschiedene Figuren von ihm. Es gibt verschiedene Köpfe zum Dazukaufen, Schuhe gibt es jede Menge, Hände, Trikots natürlich. Müsst ihr echt mal gucken, Enter Bay, Michael Jordan Figuren. Gibt es echt jede Menge, aber ja, muss man wissen. Für den einen ist es einfach nur billiges Stück Plastik, nichts wert. Ja, und für den anderen, für den Michael Jordan Fan, von mir aus dieser Zeit, wer das noch kennt, eins der größten
All-Star-Spiele überhaupt, das von 1996 in San Antonio. Da ging es ab. Sieht schon krass aus. Die Hose so weit oben. Ja, wo es noch solche Figuren zu kaufen gibt, unten ist ein Link. Guckt einfach mal rein. Und wer die nötige Kohle hat, das passende Kleingeld, holt euch eine. Gibt echt klasse Dinger, also ja. Aber gehen halt auch echt ins Geld. Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch noch eine gekauft, weil der kanadische Dollar so günstig war. Und ja, günstiger habe ich es eigentlich noch nie so gesehen, weil ich kenne die Preise und die sind echt abgefahren. Und da denkst du echt teilweise, vergiss es, was ist denn da los? Aber auf jeden Fall cool zum Hinstellen und zum Angucken. Und die Jordan-Schuhe, die sind echt krass gemacht, wie detailreich. Ist ja per Hand alles gearbeitet, das Gesicht und so. Das ist schon hart. Also das ist echt mal eine krasse Figur. Ist hier noch so dabei. Muss mal reingucken. Die verschiedenen Hände sind dabei. Wo ist der Ball? Der Ball. Oh Gott, wo ist der Ball? Der ist hier. Ja, ich baue es auf, ich filme es, guck es euch an. Die Schachtel sieht schon krass. Das hat echt nie gerade Neuigkeit, ja? MVP vom All-Star Game. Das macht schon was her. Das macht echt schon was her. Upper Deck. Enter Bay. 2015 produziert. Das ist schon echt cool. Okay. Wo kriegt er die dann hier so hin? Ah, mit so einer Klemme wird es festgehalten. Krass. Jetzt im Kopf oder was? Wie sieht denn das aus? Das sieht ja bescheuert aus. Doch nicht dein Ernst. Hey, das sieht aber gaffig aus, das kann doch nicht so sein. Okay. Oh nein. Oh nein. Was ist das genau Kopfhöhe? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Hier die ganzen Hände. Der Ball soll ja magnetisch sein. Stimmt das? Oh, tatsächlich. Siehst du? Krass.
Du hast die falsche Hand. Okay, bitte kann er das halten. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ihr seht schon, das ist echt krass, wie detailreich der Kopf ist. Also da haben sie sich sowas von Mühe gegeben. Unglaublich. Das sieht schon echt heftig aus. Echt krass. Was mich auch sehr flasht, sind die Schuhe. Auch heftig, also das ist echt irre. Bis ins kleinste Detail, so die Socken und so. Krass, krass, krass. Die Übergänge, die sind natürlich schlecht gemacht, sind ja auch beweglich. Hier die Ellbogen und so. Die Figuren gibt es sogar mittlerweile von echt fast jedem berühmten Spieler. Rodman, Pippen von damals noch, auch jetzt Allen Iverson ist neu gekommen, Kevin Durant gibt's, Carmelo Anthony, ja, und Steph Curry habe ich letztens auch noch gesehen, Harden, auch alle echt krass geworden, auch Shaquille O'Neal, echt, wie echt sehen die aus, das ist super krass, aber wie gesagt, sind halt auch echt nicht billig, weil, ja, alles auch eine limitierte Stückzahl, davon gibt es nicht viele, von der Version jetzt hier gibt es nur 3000 Stück, 3000 Stück weltweit. Dann ist hier noch so ein Zertifikat mit dabei, wo hier noch beschrieben wird: Entered by International Limited is proud to present this real masterpiece. Also hier, ich habe Nummer 10 von 3000. Ist klar, dass das Teil auch ein bisschen mehr kostet. Ich weiß jetzt nicht die Auflage von jeder einzelnen Figur, ob jede auf 3000 Stück oder noch weniger bezogen sind. Weil wie gesagt, einige kosten auch echt über 500 mittlerweile. Da ist die Stückzahl bestimmt noch geringer. Ja, es ist halt was für Sammler einfach, ne? Und für Jordan-Fans. Ich meine, wer damit nichts anfangen kann, für den ist das einfach nur Müll. Für den ist das alles nur Plastik, aber das flasht schon. Und teilweise kann man sich halt noch Schuhe, Hände, Köpfe extra dazu kaufen, aber auch alles ziemlich teuer. Und dafür kannst du dir schon originale, richtige Schuhe kaufen, als ob jetzt hier so kleine Schuhe für ihn. Das ist echt heftig. Also der Kopf flasht mich schon am meisten, das ist echt irre. Das kommt schon echt cool. Ja, ich finde, der macht echt was her und er wird für meine kommenden Videos mir hier immer Gesellschaft leisten. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ja, wer eine haben will, checkt den Link aus unten in der Beschreibung. Da gibt es jede Menge von den Figuren immer noch zu kaufen. Aber ja, unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Trikots, unterschiedliche Spielmomente und was weiß ich, was nicht alles von ihm. Verschiedene Spieler, andere Spieler sind noch ein bisschen günstiger als Jordan zum Beispiel. Checkt es einfach aus, aber ja, ihr müsst echt schon ziemlich tief in die Geldbörse greifen, weil die sind dann echt, sind einfach teuer. Das ist echt ein krasser Unterschied zu den billigen Figuren, die es gibt, aber da erkennt man auch nicht wirklich, welcher Spieler soll es überhaupt sein. Und hier ist einfach, wow, das ist echt krass. Fast beängstigend. Also wir gleich. Ja, das ist cool. Ich und Mike. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Abo da lassen für alles weitere. Vielen Dank, euer Mr. Mike und Mike. Böööö.